Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video von LCE Performance. Heute mal wieder zu später Stunde, nicht früh. Letztes Mal haben wir ja frühs gedreht, heute ist es abends. Die Jungs sind schon im Feierabend, im verdienten Feierabend. Und wir haben heute so viel geile Felgen gekriegt. Da haben wir gesagt, wir drehen mal direkt ein Video für euch, erzählen ein bisschen was dazu. Und holen euch ein bisschen ab zu dem Thema Felgen. Heute ein bisschen Porsche-lastig, deswegen haben wir auch gesagt, wir filmen es ein bisschen vor unserem Auto. Dann sind wir ein bisschen näher am Geschehen. Aber die Felgen, die Designs, die Farben natürlich auch für alle anderen Hersteller, Modelle verfügbar. Das können wir alles auf Anfrage machen. Ich würde heute mal mit unserer bestehenden Felge anfangen. Das ist unsere 4.1, wie ihr kennt. Und in dem typischen Brushed Silver haben wir ja auf unserem Auto hier drauf. Also 21-22 Zoll Kombination auf unserem Auto. Da kann ja die Barbara noch mal ein paar schöne Aufnahmen zu bringen. Hier eben eine Felge im unmontierten Zustand. Über das Design haben wir ja schon mal gesprochen, dass wir da so ein bisschen uns an die Originaloptik anlehnen wollten und auch ein bisschen Design bieten wollen, was ja eigentlich auf viele Modelle drauf passt, bei vielen Herstellern auch passend ist. Wir fahren die auch auf unserem Audi RS3 zum Beispiel, wir fahren die auf unseren AMG GTR. Ich finde eigentlich, es gibt nicht so richtig ein Auto, wo ich sagen würde, da passt sie nicht drauf, oder Barbara? Würdest du sagen, das ist ein Felgendesign, wo irgendwo nicht drauf passt? Nein. Wo es dir nicht gefallen würde? Also ich überlege jetzt auch, also klar, wir brauchen jetzt nicht reden, auf dem Sporty wäre die Felge nichts, meiner Meinung nach. Ich würde es wahrscheinlich mal ausprobieren, aber auf dem Sporty glaube ich nicht, dass die Felge wirkt. Also das muss schon auf ein neumodisches Auto. Es ist ja nichts Klassisches, sage ich jetzt mal. Deswegen, das gehört schon auf neuere Autos drauf. Ich sehe das auf jegliche VW Golf, Audi RS Modelle, auch normale natürlich. Und ja, Porsche sowieso finde ich auf Porsche mega geil, das Ganze. Von dem her, ja, also ich wüsste jetzt kein Auto. Ihr könnt ja mal schreiben, was ihr meint, wo die Felge nicht drauf passen würde, absolut nicht passen würde. Das fällt mir jetzt gerade gar nicht ein. Ja. Sind wir mal gespannt, was ihr dazu sagt. Wenn wir gerade beim Thema sind Retro, wir haben ja unsere Retro-Felgen, die kennt ihr ja wahrscheinlich auch alle. Die Barbara bringt mal zwei Einblender dazu, zu unseren Jido Performance Forged 1 und Forged 2 Retro. 5-Speiche oder Vielspeicher, aber das ist heute nicht unser Thema, sondern unsere 4.1. Und ja, ich hätte gesagt, wir gehen jetzt mal so ein bisschen ins Detail rein. Was machen wir? Was können wir machen? Was können wir nicht machen? Und das Erste ist natürlich, sage ich jetzt mal, in dem Design, dass wir hier eigentlich der Farbe keine Grenzen gesetzt haben. Wir können alle Farben umsetzen. Wir haben jetzt hier eben dieses Brushed Silver. Hier haben wir unser Satin Royal Gold, mega geil, also gerade von nahen, man sieht diesen Schliff noch durch, diesen Alu-Schliff, ist mega geil, auf der Fläche sieht man das ideal, das kann die Barbara mal mit aufnehmen und das gibt es natürlich auch in glänzend, auch keine Frage und da drüben der absolute Brecher, Burgundi, ja, das ist glossy und das knallt einfach nur. Das ist der richtige Hammer, sage ich euch. Also ich weiß nicht, ob es auf der Kamera so rüberkommt, aber die Farbe, die kickt mich voll. Also ich weiß nicht, Barbara, wie du die Farbe beschreibst, aber also mich haut das total vom Hocker, wenn ich hier drüber schaue. Das ist einfach mega geil. Ja, muss man einfach mal live gesehen haben, glaube ich, weil ich weiß nicht, ob wir das mit der Kamera so einfangen können. Ja, wie gesagt, Felge, mega geil. Was man so ein bisschen sieht, sie hat relativ wenig Konkavität. Für viele ist das jetzt nicht so ein Begriff. Die Felgenkenner wissen, was gemeint ist. Deswegen haben wir gesagt, wir gehen mal so ein bisschen drauf ein. Und ich würde euch das mal ganz kurz zeigen. Ich stelle die Felge mal kurz hierher. Das ist eine 12x20 für einen Porsche 991. Turbo. Ja. Hier fahren wir jetzt eine ET60, ET65, das ist eine ET60, genau. Jetzt positionieren wir das jetzt mal hier richtig und dann zeige ich euch mal kurz, wenn man das im Licht sieht,
was mit Konkavität gemeint ist. Und zwar gehen wir jetzt mal her, setzen das so über die Mitte an und legen jetzt hier einfach mal den Zollstock drüber. Kann man so oder so machen, aber ich mache es jetzt so, dann sieht man es ein bisschen besser. Ich habe nicht viel Konkavität, ich komme ja mit meinem Zeigefinger so dazwischen, ne? Genau, das heißt, da ist nicht wirklich viel Konkavität da. Die ist relativ flach gehalten vom Felgenstern. Warum? Oftmals ist es nicht anders möglich, bauartbedingt. Und deswegen ist es bei Porsche oftmals so, dass man auf der Vorderachse gar nicht so viel Konkavität fahren kann. Das ist natürlich eine Felge von der Hinterachse. Aber auch da gibt es dann eben manchmal aufgrund von Bremssattel Kollisionen. Und da muss man natürlich auf die Freigängigkeit achten, wenn man nicht unbedingt Spurplatten fahren kann. Das kann aber auch wieder dann sein, dann ist das Ganze zu weit außen. Deswegen, wir haben die ja extra so gebaut, dass wir unsere Felgen ohne Spurplatten fahren. Ist ja auch Zentralmotoraufnahme. Und haben wir jetzt eine ET60 12x20, die für meinen Geschmack relativ wenig Tiefbett hat. Oder nicht Tiefbett, sondern Konkavität. Relativ wenig Konkavität. Und manche wollen es auch gar nicht so extrem haben, und dass man das bloß mal gesehen hat. Und das haben wir bei der nächsten dann schon so ein bisschen heftiger. Das ist jetzt eben die Sartan Royal Gold, auch eine 12x20. Die ist genau gleich breit, hat die gleichen Dimensionen. Aber wir werden jetzt sehen, wenn wir die Felge mal zur Seite stellen, im Vergleich dazu, haben wir hier schon deutlich mehr Konkavität. Ja? Hier komme ich jetzt schon locker mit zwei Finger durch. So von der Innenseite sieht man das. Da komme ich locker mit zwei Finger hier hin an den Stern, wo ich vorher nur einen Finger hatte. Hier haben wir jetzt eine ET, was haben wir? ET 45 haben wir hier. Und zwar ist das von einem 991 GT3. Genau. 12x20 ET 43. Und zwei Finger breit Platz. Das sieht schon deutlich besser aus, finde ich jetzt. Ich bin immer ein Fan davon, von Konkavität. Und ja, last but not least, jetzt schauen wir uns mal die rote an. Für den neuen 992 GT3 RS haben wir Felgen gemacht. Wir werden da auch noch die Bilder bringen. Wie gesagt, die Felge wird beim Kunden montiert vor Ort. Der ist leider nicht direkt aus der Region. Wir werden die Felgen verschicken. Ich glaube, das kickt richtig. Also Burgundi, GT3 RS, 992. Ich glaube, das wird der Hammer. So, da wird einem schon warm ums Herz bei der Farbe. Echt brutal. Ja, wo fange ich an am besten? Wir haben hier keine 12x20, sondern es ist eine 13x21 mit einer ET31. Das heißt, wir haben noch mehr Konkavität, noch breiter die Felge und mit dem Lack, Wahnsinn, wirklich. Also ich habe erst gedacht, naja, ob das so nicht vielleicht ein Reinfall wird, das Ganze. Aber ich muss ehrlich sagen, die Farbe kommt so brutal gut raus, das kann man sich echt nicht vorstellen. Aber jetzt bin ich die ganze Zeit am Schwärmen. Jetzt schauen wir uns das hier nochmal an, ganz kurz. Ich halte hier nochmal meinen abgebrochenen Meterstab hin. Und jetzt seht ihr schon, ich habe vorhin einen Finger reingekriegt bei der Sartan. Hatte ich in Gold zwei Finger und jetzt kriege ich hier locker drei Finger rein. Also hier haben wir eine wirklich perfekte Konkavität. Wir können es nachher auch gleich nochmal messen in Zentimeter, dass das jetzt hier nicht mit Fingermaß gemessen wird. Ich wollte es euch bloß mal zeigen, was das wirklich ausmacht. Und in der Optik, wenn das nachher auf dem Auto drauf ist, das ist wirklich der absolute Hammer, sage ich euch. Das ist mega geil. Zu dem Ganzen, was natürlich immer noch wichtig ist für den Porsche-Fahrer und für andere, die auf Performance Wert legen, stellen wir die Räder jetzt einfach mal oder die Felgen einfach mal auf unsere Waage und schauen mal, was die wiegen, hätte ich gesagt. Und ja, wie gesagt, Größe, ET, Finish, alles frei wählbar. Wir haben hier unsere schöne Kiste, Farbkiste. Grüße gehen raus an Ido. Vielen Dank dafür. Anhand der Farben kann man sich dann einfach entscheiden. Und ich glaube, da ist für jeden was dabei. Die einzelnen Farben sind dann auch nochmal in matt oder glänzend verfügbar. Und ja, für mich bleiben da keine Wünsche auf. Und hier haben wir eben unser Burgundi. Das sieht man jetzt hier nochmal als kleines. Und anhand von dem Muster haben wir das Ganze bestellt für den Kunden. Und ich glaube, mit dem GT3 RS Schriftzug auf der Seite beim 992 mit den Felgen,
Das wird, glaube ich, eine Augenweide. Und da machen wir extra noch ein Video dazu, wo wir euch ein paar Bilder dazu zeigen. Genau, wir haben schon ein paar gemacht, muss man dazu sagen. Es ist jetzt nicht der erste Felgensatz, aber ich finde, der wird wahrscheinlich am meisten kicken in der Farbe. Wir haben schon schwarz-matt gemacht für GT3 und GT3 RS beim 992 und natürlich wirklich kontinuierlich im Bereich 991 Turbo, 991 GT3 und so weiter. Also wer da Interesse hat, gerne melden. Wir haben auch immer Lagerware da. Man sieht so ein bisschen im Hintergrund, dass wir immer was am Lager haben. Drüben haben wir auch noch mal einige Kartons, also von dem her einfach anrufen, auch wenn es im Online-Shop vielleicht gerade nicht zu sehen ist. Wir sind gerade im Aufbau von einem neuen Homepage und neuen Online-Shop. Wenn ihr das aktuell noch nicht seht, ist nicht schlimm, ruft einfach an. Wir können euch dann sagen, wann ist es lieferbar und vielleicht haben wir es auch lagernd. Dann stellen wir die mal auf die Waage. Was haben die an Gewicht? An Gewicht, wir haben teilweise schon mal gewogen, also ich glaube, die hatten wir auch schon mal drauf. Ich tippe, dass diese Felge, diese 12x20, die wiegt, glaube ich, 12,3 Kilo. Was wäre dein Tipp? Mehr? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich lag schon Fußball. Ja, ist ja nicht schlimm. Jetzt schauen wir mal, dass wir die hier irgendwie so drauf kriegen. So, was haben wir denn? Oh, okay. Ich lag jetzt falsch. Sie ist sogar leichter. Also, in der 12x20, 11,6 Kilo. Das kann sich sehen lassen. Absolut. Jetzt stellen wir mal unsere andere. Die müsste ja das gleiche wiegen, aber das machen wir jetzt gerade mal. Jetzt stellen wir mal drauf. Das ist auch eine 12x20. Wir haben bloß eine andere ET. Finde ich jetzt mega interessant. Ob wir hier vielleicht irgendwie einen minimalen Unterschied haben. Normalerweise dürfte es eigentlich nicht. Oh, jetzt stellen wir die mal drauf. Die müsste ja das gleiche wiegen. Hey. Genau gleich. Aber warum auch nicht? Ist ja klar. Wir haben eine andere ET. Ansonsten ist ja alles gleich vom Aufbau. Etwas mehr Konkavität. Aber aufs Gramm. Perfekt. So, und jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt haben wir hier ja nochmal 1 Zoll breiter. Was wiegt die Felge? Was wiegt die Felge? Das ist jetzt die Frage. Ich würde mal schätzen, 1 Zoll breiter, 1 Zoll größer. Wir sind hier bei 12,7 Kilo. Ich sag, wir wiegen ein Kilo mehr. 1 Zoll größer, 1 Zoll breiter. Ja, ich würde wahrscheinlich noch 1,2 Kilo. Also, wenn ich meine letzte Korrektur vornehme, sage ich jetzt 12,9. Also, jetzt zählt's. Ich merke schon, sie ist etwas schwerer, aber auch noch mal breiter. Schaut euch das mal an. Das ist der absolute Hammer. Wie breit kann eine Felge sein? Wir haben ja hier 13 Zoll in der Breite. Dann könnte man es ganz einfach rechnen. Das wäre jetzt Kopfrechnen. 2,54 mal 13. Was kommt da raus? Jetzt kannst du es wieder gut machen, Barbara. Nein, wir messen es jetzt mal schnell ab. Aber so wird es einfach gemessen. 1 Zoll, 1 Inch sind 2,54 Zentimeter und so könnten wir jetzt auch die Felgenbreite bestimmen. Ne? Kopfrechnen sind wir nicht so gut, wir messen es mal schnell nach. Zur späten Stunde, ja. Also, was haben wir denn hier? Wir haben hier eine Breite von 35,6. Ja. Jetzt haben wir 1 Zoll weniger, das heißt, so und jetzt haben wir jetzt hier genau, sind wir auf 32,9 rum. Ja? Müssten wir eigentlich ziemlich genau auf die 33, 35,5, also müssten wir ziemlich genau auf 33 kommen. Passt. Gut, also ein bisschen Matheunterricht, aber das ist ja nichts Neues für euch, das wisst ihr alles. Jetzt die Stunde der Wahrheit. Was sagst du? Wer näher dran liegt, hat gewonnen. Wer daneben liegt, muss Mittagessen bezahlen. Was hast du gesagt? Nee, nix 1, das wär ein bisschen zu krass. Ich sag 1 Kilo. 1,2 Kilo mehr und ich sage... Ja, 1,2 hast du gesagt. Ja. Okay. Ja, ich sag 12. Ich sag, dass die Felge knapp 12,8, 12,9 Kilo wiegt. Ja. 12,8, 12,9 ist mein Tipp. Ich mach mal 100 Gramm drauf.
Okay, jetzt wird's ernst. Aber ich glaube, dass du tatsächlich näher dran bist. Ich habe es nämlich gerade in der Hand gehabt und es kann natürlich sein, dass ich jetzt... Aber war es natürlich jetzt auch sehr zurückhaltend mit deinen 100 Gramm. Aber jetzt schauen wir mal, passt die überhaupt noch auf die Waage drauf? Tada, 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 tada. Schauen wir mal. Ach du heiliger Bimbam. Ja. Lagen die alle falsch? Ja. Ah. 13,3. Du zahlst ja. Mir morgen beim Mittagessen. Ja, leider. Habe ich mich etwas verschätzt. 1,2 Kilo waren ein bisschen zu wenig. Für eine 13 mal 21, 13,3 Kilo kann sich sehen lassen. Hier geht es ja auch um das Thema Individualisierung, dass ich einfach keine originale Porsche-Felge möchte, die sich vielleicht optisch ein bisschen anlehnt. Also wie gesagt, die 4.1 finde ich mega passend für 991, 992, 997 sind das absolut Felgen, die da mega gut draufpassen, wenn ihr mich fragt. Und wie gesagt, den Farben sind ja auch keine Grenzen gesetzt. Und ja, demnach ist für jeden was dabei. Und wenn es für einen Golf sein soll, für einen Audi sein soll, für einen BMW sein soll, können wir alles liefern. Gar kein Problem. Ja, jetzt haben wir eigentlich hier schon wieder das meiste für heute erledigt. Zentralmutter für Porsche, keine Frage, können wir machen. Jegliche Lochkreise, alles gar kein Thema. Und die Preise dazu natürlich ganz individuell. So ein Finish hier in diesem Burgundi kostet natürlich ein paar Euro mehr wie ein Standard Schwarz oder ein Standard Silber. Aber ja, da gehen wir gerne auf eure Wünsche und Bedürfnisse ein und erstellen euch dann ein ganz individuelles Angebot für eure Felge, für euer Auto. Wenn also Fragen da sind, gerne in Kommentare reinschreiben. Erzählt mir mal, was ihr von der Felge haltet, im Design, von der Farbe. Das wird uns auch interessieren. Und ja, in diesem Sinne bin ich eigentlich heute schon wieder fertig. Kurzes Video für diese Woche. Nächstes Mal wird es wieder mehr, hoffe ich. Aktuell haben wir echt viel zu tun. Die Bude ist gerammelt voll. Und deswegen hat uns leider die letzten zwei Wochen die Zeit dafür gefehlt, Videos für euch zu drehen. Da bin ich ganz ehrlich. Wir wollen jetzt auf jeden Fall wieder durchstarten und loslegen und werden dann wieder toujours jede Woche ein Video bringen für euch. Gerne auch mal Wünsche raushauen, was ihr sehen wollt, welches Auto euch interessiert. Wir haben zwar die Autos ja immer alle hier querbeet von KTM über Sport Quattro und so weiter. Erzählt einfach mal, was ihr gerne vielleicht für ein Auto sehen wolltet, was ihr von uns kennt oder was euch interessieren würde und dann werden wir das mal angehen. Genau. In dem Sinne, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst uns ein Like da, kommentiert fleißig und ich wünsche euch einen schönen Abend. Ciao.